freue mich sehr, heute hier zu sein und ganz kurz aus der Perspektive der Hirslanden-Gruppe und dann natürlich noch Compassana zu sprechen. Ja, Hirslanden steht für die individuelle Versorgung entlang des gesamten Lebensweges. Wir nennen es das Continuum of Care. Unsere Vision ist es, unsere Patientinnen in allen Lebenswegen von der Vor- bis zur Nachsorge umfassend zu begleiten und zu betreuen und damit die Lebensqualität der sich uns anvertrauenden Menschen zu verbessern. In unserer Strategie orientieren wir uns dabei konsequent am Patientennutzen. Individuelle Versorgung, umfassende Betreuung, kombiniert physisch und digital und das bei bester Qualität und Komfort und zu konkurrenzfähigen Kosten. Dabei wollen wir so ganz nebenbei auch noch innovativ sein und aktiv gestalten. Denn wir alle wissen, das Gesundheitssystem in der Schweiz ist ein ausgezeichnetes. Aber es kommt an seinen Anschlag. Die hohen Kosten, die Unterversorgung, der Fachkräftemangel und eine Digitalisierung, die ihre erhoffte Wirkung irgendwie nur so ganz schleppend entfaltet. Und in genau diesem Kontext stellen wir Compassana. Ein offenes Ökosystem von Leistungserbringern, Krankenversicherern und Technologieunternehmen, die gemeinsam die digitale Unterstützung und bessere Integration der Gesundheitsversorgung fördern und realisieren wollen. Compassana vernetzt also die Akteure im Gesundheitswesen, reduziert die Komplexität und will den Zugang zur Gesundheitsversorgung einfacher, effizienter und sicherer machen. Denn wir alle wissen, die Grundlage für eine integrierte Versorgung sind und bleiben strukturierte und qualifizierte Daten, wo die Datensicherheit aus Sicht der Patientinnen und Patienten nicht verhandelbar ist. So haben auch die Patientinnen und Patienten bei Compassana selbstständig und jederzeit die Kontrolle und die Hoheit über ihre eigenen Daten. Aber lassen Sie mich ganz kurz anhand eines konkreten Beispiels unsere Compassana-Vision einer digital unterstützten und eben besser integrierten Gesundheitsversorgung skizzieren. Ich möchte Ihnen Kai vorstellen. Kai ist Mitte 50 und beklagt sich über seine immer stärker werdenden Hüftschmerzen. Über die Compassana-App hat er auf niederschwellige Art und Weise die verschiedenen Optionen zur Verfügung, die sich ihm nun bieten. Nach dem Erfolg der Symptomabfrage und der Triagierung durch Compassana kann er auf Basis seines Versicherungsmodells, und das ist ganz wichtig, das ist immer hinterlegt in Compassana, nun direkt Kontakt mit dem Telemediziner aufnehmen und dieser verweist ihn dann direkt zum Spezialisten, wo Kai auch direkt online natürlich einen Termin buchen kann. Nach dem Arztbesuch beim Orthopäden sind unmittelbar und sogleich alle relevanten Dokumente und Informationen für die empfohlene konservative Therapie über die Compassana-App verfügbar. Kai hat das alles bei sich. Und obwohl er sich penibel genau an den Therapieplan seines Coaches hält, Physiotherapie, werden die Schmerzen nicht weniger. Und er entschließt sich dann doch zu einem Eingriff. Wiederum über die Compassana-App erhält er nun Zugriff zu den möglichen Kliniken, die ihm für den stationären Aufenthalt zur Verfügung stünden, kann auch gleich die Mehrleistungen, die ihm diese Kliniken bieten, vergleichen und so seine Wahl für die entsprechende Klinik treffen. Der Orthopäde meldet dann Kai mit nur wenigen Klicks und man stelle sich vor, ohne Papierformulare und ohne erneute Angabe der Patientendaten und Befunde und früher Befunde etc. Kai dann einfach und ziemlich schnell in der Klinik an. Kai hat wiederum alle Informationen über die Compassana-App verfügbar, fühlt sich bestens vorbereitet für den Klinikaufenthalt und nach der erfolgreichen Operation und der planmäßigen Entlassung erfolgt auch die Nachsorge koordiniert über die Compassana-App.
Das ganze Nachsorgeschema, die Spezialistentermine, die Folgen, die Labordaten, Befunde etc. Alles ist in der Compassana-App verfügbar. Auch sein Hausarzt erhält dank den von Kai zur Verfügung gestellten Informationen Zugriff auf die Informationen von Kai und kann so den Verlauf seines Patienten aus nächster Nähe quasi mitverfolgen und bei Bedarf unterstützen. Sie sehen, die Digitalisierung mit Compassana ermöglicht eine viel selbstbestimmtere, besser koordinierte, effizientere Gesundheitsversorgung. Aber es gilt, diese Möglichkeiten nun auch zeitnah zu realisieren. Aber als Hirslanden und gemeinsam mit den weiteren Gründungsmitgliedern von Compassana haben wir eben die Möglichkeit und die Fähigkeit, die Gesundheitsversorgung der Schweiz auf ein nächstes Level zu heben und gemeinsam und eben integriert in quasi diesem Konsortium neue Standards für die administrativen und medizinischen Prozesse zu setzen und so das kombinierte digitale und physische Gesundheitssystem von morgen mitzugestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Neff. Herr Rieger. Ja, es ist schön zu sehen, dass diese Vision, die wir genau gleich verfolgen, bereits vor rund zwei bis drei Jahren gestartet sind und dort auch schon zwei, drei Schritte weiter sind. Es wäre mir fern zu behaupten, dass es genau schon so funktioniert, wie Njovi Neff hier zum Ausdruck gebracht hat. Aber ich glaube, wir sind bereits in diesen 2 Jahren mit vielen Erfahrungen reicher geworden und haben bereits einige Kunden, die auch davon profitieren. Lassen Sie mich vielleicht auch vorne anfangen, bei der CSS, welche Well mit anderen Konsortialpartnern ins Leben gerufen hat. Auch die CSS schreibt die digital integrierte Versorgung oder grundsätzlich die integrierte Versorgung sehr hoch. Und wir verfolgen das schon länger in unserer Strategie und sind uns bewusst, wir können diese digital integrierte Versorgung nur mit gemeinsamen Kräften mit anderen Partnern erfüllen. Auch das, bin ich mir bewusst, keine neue Erkenntnis, hören wir an jeder anderen Konferenz, dass das nur gemeinsam geht. Was wir anders gemacht haben, wir haben im 2021 das Heft in die Hand genommen. Wir sind uns bewusst, dass die schlechteste Variante aller ist, einfach zuzuwarten, bis sich irgendwelche Rahmenbedingungen ändern. Schlussendlich, oder egal ob wir von digitaler Transformation oder einfach Transformation sprechen im Gesundheitswesen, die Herausforderungen sind die gleichen. Und das ist, dass wir von den Partikularinteressen aller Player zurückkommen, uns auf eine gemeinsame Basis von Interessen einigen und damit die Transformation, jetzt in diesem Fall mit Well, die digitale Transformation, voranbringen werden. Und das machen wir hier. Wir haben uns hier mit allen Partnern auf gemeinsame Interessen geeinigt und sind 2021 mit dieser Vision gestartet. Nun sind wir bereits in einer fortgeschrittenen Phase sprechen wir von Well 3.0. Das ist, weil wir natürlich auch klein mit einem MVP als Startup gestartet sind, Erfahrungen gesammelt haben, was es braucht, was es nicht braucht. Klar können wir auch aus diesen Erfahrungen wieder sagen, es wäre einfacher, wenn wir Datenstrukturen haben, Vorgaben, Rahmenbedingungen, die schweizweit gelten, das hätte vieles vereinfacht und wir hätten viel schneller und einfacher starten können. Also auch wir sind der Meinung, gemeinsame Datenstrukturen, gemeinsame Rahmenbedingungen, eine digitale Identität wäre sehr hilfreich. Aber auch hier gilt das gleiche Prinzip, aufgrund dessen zuzuwarten, bis etwas passiert, ist der schlechteste aller Ansätze. Darum sind wir, wie gesagt, auch mit Well vorangeschritten, haben mittlerweile eine Patienten-Journey gestaltet. Die muss ich jetzt nicht wiederholen, hätte ich jetzt gemacht, Sie kennen sie jetzt. Das geht gleich ab, oder? Es ist zum Zeitpunkt, wo eine Patientin, ein Patient gewisse Symptome hat, also wir sprechen wirklich vom Patientenpfad und nicht von einem Versicherungspfad, das ist der Patientenpfad. Von diesem Zeitpunkt an bietet unsere App Well einen wesentlichen Beitrag, diesen Patientenpfad zu begleiten auf eine digitale Art, sei es eben von der ersten Symptomerkennung bis dann zur weiteren Triage, Datenaustausch und so weiter.
Und das sind Features, die funktionieren. Also ich spreche jetzt vielleicht gerade vom Datenaustausch. Ich kann mich in der Well-App heute mit über 4000 Ärzten vernetzen. Wenn ich mit dem, das geht wirklich mit einem Klick. Wenn ich mit dem Arzt vernetzt bin, dort einen Arztbesuch habe, kann der Arzt die Ärztin Dokumente teilen und die sehe ich dann in meiner Well-App 1:1 verfügbar. Er kann die dann natürlich mit weiteren Ärzten oder mit wem auch immer teilen. Wichtig ist, die Datenhoheit bleibt immer beim entsprechenden Kunden oder bei der Kundin. Ich gehe jetzt hier nicht alle Features durch, aber wir haben einige Features bereits umgesetzt, wo wir der Meinung sind, das gibt einen Mehrwert in der Patienten-Journey, wenn die Kundin oder der Kunde diese App nutzt. Wie gesagt, es geht nur, wenn wir gemeinsame Interessen schaffen können. Und das ist eine große Herausforderung. Das kann ich Ihnen jetzt aus den letzten 2 bis 3 Jahren sagen. Wir würden uns wünschen, dass diese Liste bereits viel größer wäre. Aber wir sind trotzdem stolz darauf, haben wir mit diesem Konsortium, das Sie auf der obersten Zeile sehen, bereits gute Player mit dabei. Im letzten Jahr kamen Galenica und das Swiss Medical Network mit dazu als weitere Konsortialpartner. Wir kommen das erweitern und hoffen auch, dass wir in der Zukunft dieses noch erweitern können. Es ist aber natürlich so, oder? Wir brauchen nicht den ganzen Schweizer Gesundheitsmarkt als Konsortiumspartner. Wir haben einen Co-Creation-Ansatz, wir haben Technologiepartner. Je nachdem, was das Bedürfnis ist, um eine Patienten-Journey zu gestalten, die Sinn macht, macht es auch Sinn zu überlegen, in welchem Sinn macht eine Integration mit Well. Und hier sehen Sie diverse Player, wo wir Angebote integrieren. Das ist immer sehr herausfordernd, weil eben keine gemeinsame technische Datenbasis vorliegt. Man fängt da wirklich immer bei Null an. Das Wichtigste ist, dass wir das gemeinsame Interesse verfolgen und auf der Vision vorantreiben. Erfreulich, hier ein paar Zahlen zu zeigen, dass wir sehen, das ist nicht nur eine App, die im Store verweilt und niemand interessiert. Wir haben im Februar die 100.000-Marke geknackt und das sind nicht nur Downloads auf die letzte Seite von jedem Telefon, wo die App nie genutzt wird, das sind aktive Nutzer. Wir haben wirklich Freude, dass die Personen, welche die App downloaden, die App nicht nur einmal benutzen, sondern dass sie wirklich wiederkehren. Das zeigt, dass die App den entsprechenden Mehrwert bietet. Ja, wir haben einen langen Weg hinter uns. Wir sind auch klein gestartet mit wenigen User, haben ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Haben bemerkt, dass auch dort eine Vermarktung notwendig ist. Oder? Es hat niemand auf eine neue Gesundheits-App oder auf eine App gewartet. Das müssen wir uns bewusst sein. Das wird bei Compassana nicht anders sein. Es ist ein harter Weg, die Kunden zu begeistern und zu überzeugen, dass beim Zeitpunkt eines Symptoms, das auftritt, dann wirklich diese App auch im Vordergrund ist und genutzt wird. Das Ziel ist, bis Ende Jahr gegen die 200.000-Marke zu kommen. Wir hoffen, das anzustreben mit zusätzlichen neuen Features, zusätzlichen neuen Partnern, die wir einbinden. Wir haben hier ein motiviertes, kleines Team mit diesem Startup Well von rund 30 Mitarbeitenden und freuen uns, das gemeinsam mit Well als CSS weiterzuentwickeln. Wenn Sie Well noch nicht auf Ihrem Mobiltelefon haben, scannen Sie diesen Code, machen Sie sich selbst ein Bild, seien Sie kritisch, wir sind dankbar für das Feedback, wir wissen auch, dass noch nicht alles perfekt funktioniert. Noch besser ist, wenn Sie sich mit uns in Kontakt setzen und in der gemeinsamen Journey dieser digitalen Transformation mitmachen möchten, dann kommen Sie auf uns zu. Wir sind nicht nur eine offene Plattform, wir sind auch sehr offen im Austausch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jäger. Jetzt noch die Perspektive aus der Industrie, Herr Mert. Ja, einen wunderschönen guten Tag, schon wieder ein Österreicher. Es ist ganz schön heftig heute, muss ich sagen. Ich werde versuchen, jetzt wurde schon sehr viel auf systemischer Basis gesagt, auch was die Krankenversicherungen machen. Ich werde jetzt ein bisschen das Thema generell beleuchten, wenn das in Ordnung ist, und würde einmal generell gerne in
die Frage in den Raum stellen, was heißt eigentlich Digitalisierung oder digitale Transformation? Und ich bin ziemlich sicher, dass jeder von Ihnen im Raum ein bisschen eine andere Auffassung davon hat. Und ich bin der Meinung, das Thema Digitalisierung ist sehr inflationär verwendet. Ich kann Ihnen sagen, ich habe in einem größeren Träger in Österreich gearbeitet, im Wiener Gesundheitsverbund, einer der größten Spitalsträger in Europa. Und wir waren stolz darauf, wir haben gesagt, das ist Digitalisierung, indem wir einfach von einer Faxbestellung auf eine E-Mail-Bestellung umgestellt haben. Und ich glaube, das ist nicht der Kern der Digitalisierung. Und ich glaube, das ist ja auch in der Schweiz ein Thema mit Fax und so weiter. Oder ist es die Digitalisierung, dass wir es schaffen, entlang des kompletten Patient Pathways, also quasi schon in der Vorsorge mittels Artificial Intelligence, wie kann ich einen Patienten zum Beispiel mittels Virtual Reality auf eine Operation vorbereiten, dass der ein Gefühl bekommt oder dass die Angst sozusagen genommen wird. Wenn ich dann weitergehe in diesem Weg, was den Mediziner betrifft, wie kann ich durch Big Data und evidenzbasierte Daten, die sozusagen eine riesige Datenbank generieren mit verschiedenen Entscheidungen, wie kann ich den Mediziner da auch die unterstützen, die Medizinerin, den Mediziner in diesem Prozess? Wenn wir dann weitergehen, die Operation selbst, teilweise funktioniert das schon mittels Robotik oder ganz vielen Assistenzsystemen, was ja auch dafür da ist, nicht den Arzt oder die Ärztin zu ersetzen, sondern sie zu unterstützen. Die stehen ja teilweise 10 bis 15 Stunden im OB, also das ist eine sehr, sehr harte Belastung. Und wenn wir dann weitergehen Richtung Nachsorge, wie kann ich zum Beispiel mittels digitalen Tools oder Anwendungen den Patienten dann auch noch in der Nachsorge sozusagen betreuen. Aus meiner Sicht hat Digitalisierung auch sehr viel zu tun mit Nachhaltigkeit, weil wenn wir es schaffen, mit digitalen Lösungen sozusagen die Patientin und den Patienten entweder A, aufgrund von Kleinigkeiten sozusagen schon von der Klinik oder von dem Facharzt fernzuhalten oder dann in der Nachsorge, dass die nicht jede Woche in der Ambulanz aufschlagen und sozusagen Kapazitäten wegnehmen, die auch gar nicht notwendig sind. Wie kann ich da durch Digitalisierung sozusagen schon ansetzen? Ich habe nur ein paar kleine Keypoints mitgebracht, die uns alle in irgendeiner Form alle mal betreffen werden im Gesundheitswesen. Ich glaube, der Herr Staatssekretär hat das ja ganz gut gesagt, diese Dinge sind ja alle schon da, wir müssen sie nur auf Schiene bringen. Und ich glaube, ein wichtiger Hebel könnte sein in diesem Digitalisierungsprozess, dass wir nicht nur ambulant vor stationär denken, das ist ja ein ganz wichtiger Trend in Europa, sondern vielleicht digital vor ambulant vor stationär, dass man quasi mittels digitalen Anwendungen schon sehr viel puffern könnte. Da ist natürlich wieder Health Literacy ein wichtiger Punkt, weil die Patienten müssen natürlich auch entsprechend auf diese Themen vorbereitet werden und brauchen auch eine entsprechende Bildung in dem Bereich. Vielleicht ganz wichtig für mich noch zu erwähnen, die Medizintechnik ist ein essentieller Partner in der Versorgung beziehungsweise von der Chirurgie bis zu Diabetes über die Robotik. Wir sind ein bisschen ein geprügelter Knabe in der Schweiz, möchte ich mal sagen, aufgrund Scheiterns des MRA, der ein oder andere von Ihnen weiß das wahrscheinlich, ist das ein bisschen komplizierter geworden. Die Schweiz ist ausgeschlossen aus EUDAMED, das ist sozusagen die europäische Datenbank für Medizinprodukte. Das ist natürlich ein bisschen problematisch und hat dem Standort nicht unbedingt gut getan, würde ich jetzt mal sagen. Und da möchte ich kurz eine Lanze brechen. Damen Müller ist leider nicht mehr da, aber seine Initiative, was FDE betrifft, glaube ich, ist nicht schlecht. Und ich sage Ihnen auch, warum. MDR, also die neue Medizinprodukteverordnung, die das CE-Kennzeichen sozusagen ablöst, ist, sagen wir mal, mittelproblematisch. Die Europäische Union hat das erst vor kurzem jetzt um im Durchschnitt 5 Jahre verlängert, weil die Übergangsfristen nicht ausreichen. Das funktioniert relativ schlecht, sage ich jetzt einmal. Im Durchschnitt brauchen wir 14 bis 18 Monate für eine Rezertifizierung von einem Medizinprodukt. Sie müssen sich das vorstellen, das ist seit 10 Jahren am Markt und auf einmal brauchen wir dann 14 bis 18 Monate mit wahnsinnig viel Evidenz, dass das wieder da ist. Und das sind essentielle Dinge, die diesen beiden Herrschaften in ihren Institutionen dann teilweise auch brauchen. Und die FDE ist sehr modern, was digitale Anwendungen betrifft, was Softwarelösungen und AI betrifft. Und auch vor AI müssen wir uns aus meiner Sicht keine Sorgen machen, weil die Europäische Union diskutiert das, wir haben das heute schon gehört, und wird ganz klare Kriterien festlegen, wie ist das zu verwenden, auf was müssen wir aufpassen. Aus meiner Sicht ein bisschen gefährlich ist, dass wir uns vor dem Ganzen nicht verstecken, weil sonst verlieren wir international ein bisschen den Anschluss, was die Innovation betrifft. Und ganz kurz eine Eigenwerbung möchte ich anregen. Ich habe vor kurzer Zeit gemeinsam mit der Außenwirtschaft in Österreich ein länderübergreifendes Hub gegründet und einer dieser Steps davon war, dass der Staatssekretär heute nach
Luzern kommt, uns ein bisschen was über den Digitalisierungsprozess in Österreich erzählt. Wir werden da ganz viele weitere Termine haben und versuchen, alle möglichen Ebenen ein bisschen zu verbinden, weil wir haben gesehen, wir können wahnsinnig viel von der Schweiz lernen. Hin und wieder kann die Schweiz vielleicht auch ein bisschen was aus Österreich lernen. Insofern, ja, jederzeit gerne, falls es Fragen dazu gibt. Und ich glaube, das Wichtigste ist die Diskussion und das werden wir jetzt angehen. Vielen Dank, Herr Mörth. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Spannend ist ja, alle sagen, wir brauchen unbedingt etwas. Ihr habt jetzt seit gut einem Jahr habt ihr Well, jetzt kommt ihr mit Compassana. Warum konntet ihr nicht zusammen was machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, anfangs gab es sogar mal Gespräche, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber im Grundsatz ist es ja eigentlich für den Patienten oder für die Patientin gar nicht so schlecht, wenn es mehrere Lösungen gibt oder für den Gesamtmarkt. Also ich finde das jetzt per se nicht problematisch. Mhm. Herr Rieger, möchten Sie auch was sagen? Aus Sicht Patient finde ich es sehr problematisch, oder? Mhm. Ich glaube, der Patient, die Patientin wünscht sich nicht zwei Apps, auch nicht drei. Und wenn man sich vorstellt, wenn man dann die Krankenversicherung wechselt oder einen Arzt wechselt und dann alle Daten auf der einen Plattform hat, dann sind die vermutlich auch nicht so einfach austauschbar, wie sie jetzt auch nicht sind. Darum würde ich es aus Sicht der Patientin anders beurteilen. Aus Sicht Markt, ja, Konkurrenz belebt den Markt. Der Wettbewerb, ganz genau. Genau, das beflügelt sicherlich beide Plattformen. Ich bleibe bei meinem Schlussstatement. Wir sind eine offene Plattform und auch sehr offen im Austausch, jederzeit bereit für eine Diskussion. Wollen wir mal den Test aufs Exempel machen? Sie haben gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das auch den Leuten schmackhaft zu machen. Niemand hat wirklich auf eine solche App gewartet. Wollen wir mal das Publikum fragen, wie es bei Ihnen so ausschaut. Wir machen noch mal eine unserer beliebten Mentimeter-Umfragen und möchten Sie bitten oder fragen, nutzen Sie selber Gesundheits-Apps? Sie können sich wieder einloggen mit dem QR-Code, geht es am einfachsten, oder auch über die Seite menti.com. Den Code kennen Sie vielleicht bereits, 33985137. Wir haben folgende Fragen für Sie aufgeschaltet, respektive wir fragen einfach, wie brauchen Sie diese App? Vielleicht als Vorsorgeempfehlung, also mehr im präventiven Sinne. Vielleicht haben Sie einen Fitness- und Gesundheitstracker, also einen Schrittzähler oder sowas, den Sie nutzen. Vielleicht gehen Sie da drauf, wenn Sie irgendwie ein Symptom haben, um was zu checken. Vielleicht machen Sie sogar Online-Termine beim Arzt. Kontakt, Online-Doktor, Gesundheitslexikon oder eben, ich nutze keine App. Sie sind hier schon ganz eifrig am Abstimmen. Mhm. Diese Schrittzähler sind sehr beliebt, oder? Oder was ist es? Wir sehen jetzt hier bei der zweiten, bei den Fitness-Apps, wer hat alles Schrittzähler installiert? Darf ich mal fragen? Sind es vor allem die Schrittzähler, die da drin sind? Doch relativ viele, hä? Oder was meinen Sie als Profis? Gut, 100.000 sind auch nicht so viele auf die Grundversicherten der CSS, aber... Es sind ja nicht nur CSS-Versicherte, die App ist offen für alle. Okay. Aber es sind 100.000, oder, die Sie nutzen, Well? Genau, ja. Also ich wollte etwas relativieren, auch wenn jetzt hier nicht alle so machen. Also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt noch unglaublich großes Potenzial und scheinbar ist es Compassana oder Well oder den anderen Gesundheits-Apps noch nicht gelungen, genügend relevant zu werden für den Patienten oder den Kunden. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten. Also das kann es im heutigen Zeitalter eigentlich fast nicht mehr sein. Mhm. Ich bin überzeugt, dass diese Umfrage in ein paar Jahren aber ziemlich anders ausschauen wird. Und ich hoffe es doch. Ich glaube, oder wenn man jetzt noch fragen würde, welche Fitness- oder Tracking-Apps es sind, oder sind das Dutzende verschiedene, und dort sieht man das Problem, oder das Angebot ist riesig, im Präventionsbereich sowieso. Ich bin froh, dass die anderen Bereiche, jetzt außer Tracking, die werden von der Well-App abgedeckt, also dort habe ich eigentlich all das in einer App, und ich glaube, das muss die Zukunft sein. Wie gesagt, die Kundin, die Patientin wünscht sich nicht Dutzende Apps.
Ich bin überzeugt, die meisten haben mehrere ausprobiert und sich dann für einen entschieden, die am meisten Convenience bietet und bleibt dann bei dieser. Und das ist sicherlich ja, bei den anderen, die jetzt auch vom Nutzen her noch nicht so groß sind, noch ein Problem, dass sich dort eben gewisse Apps dann durchsetzen und sagen, das ist jetzt eigentlich der Standard, dort habe ich alle Leistungserbringer mit dabei, die ich mir wünsche, dort habe ich von meiner Krankenversicherung, bin ich da gut aufgehoben, das fehlt sicher noch. Ich glaube, wenn ich da kurz anschließen darf, diese 40% sind klar, mich wundert, dass das nicht mehr sind. Mittlerweile tragt fast jeder eine Apple Watch und ich glaube, es ist nicht nur ein Schrittzähler. Sie wissen gar nicht, wie viele Daten Apple über Sie bekommt, wenn wir darüber sprechen. Da werden Herzfrequenzen gemessen und so weiter und so fort. Und das ist für mich das Paradoxon. Wir haben heute den Vortrag über Digas gehört in Deutschland. Diga ist ein zugelassenes Medizinprodukt, das ist zertifiziert von einer Behörde und muss Evidenzdaten liefern. Und da sind wir interessanterweise skeptischer als bei, ich sage mal, es gibt, glaube ich, in Österreich oder Deutschland, der Schweiz, 40.000 bis 50.000 Apps, die frei im App Store verfügbar sind und das ist dann überhaupt kein Thema. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wo kommen die Daten her, wo gehen die Daten hin. Das ist für mich ein bisschen ein Paradoxon. Und vielleicht noch ein Punkt, weil da steht Online-Doktor und Arzt buchen und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste an dem, was wir alle drei machen, wir versuchen als Industrie natürlich zu unterstützen und die Krankenhäuser oder die Sozialversicherung, wir müssen versuchen, an diesem ganzen Weg ressourcenfrei zu schaufeln. Also die Pflege entlasten, die Ärzteschaft entlasten mit Anwendungen, dass die nicht immer noch im 21. Jahrhundert unendlich viele Zettel ausfüllen müssen, Papier, dass die nicht ganz viele Akte anlegen müssen, sondern dass diese Prozesse digital gehen. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass wir quasi in einem Fachkräftemangel diese Fachkräfte auch entlasten können, indem wir sie so einfach unterstützen und dass die wieder fürs Wichtigste Zeit haben, für den Patienten, weil das bleibt auf der Strecke. Gibt es von Ihrer Seite vielleicht noch Fragen, die Sie haben jetzt an die drei hier vorne? Ich weiß, es ist schon etwas lange, aber ich versuche es doch, wenn irgendwer noch sich einschalten möchte. Da drüben ist eine Frage. Links. Ah, ja, sehr gerne. Das Mikrofon kommt gleich. Kleine Frage in dem Sinne, ich bin jetzt beispielsweise als Patient kein CSS-Versicherten, kann ich mich trotzdem anmelden bei UL beispielsweise, wenn ich eine andere Krankenkasse habe? Ja, das können Sie, das ist kein Problem, wie gesagt, die App ist für alle offen. Man kann bei der Registration, gibt man an, freiwillig, bei welchem Versicherten man versichert ist, kann dann auch anwählen von der Persönlichkeitseinstellung, ob man bereit ist, die Daten abzugleichen, dass wir das Modell, das Versicherungsmodell kennen. Wenn Sie dann bei der CS oder bei der Visana versichert sind, gibt es eine größere Personalisierungsmöglichkeit. Das heißt, wir haben in unseren alternativen Versicherungsmodellen die Prozesse so abgestimmt, dass sie mit WELL gut funktionieren. Das heißt, sie werden dort optimal triagiert auf Basis ihres Versicherungsmodells. Wenn Sie jetzt nicht bei der CS oder Visana sind, haben Sie dann einfach, ich sage jetzt, den Standardprozess von WELL. Also es gibt einen Vorteil, es ist auch ein Vorteil eben für die entsprechenden Krankenversicherer, wenn sie bei WELL sind, dass sie dort die Journey individualisieren können, auf ihre Produkte abstimmen können und sonst gilt eigentlich der Standardprozess. Von dort her ein kleiner Nachteil, aber trotzdem ja, ein Mehrwert, den ich überzeugt bin, den Sie erkennen werden, wenn Sie die App nutzen. Und wenn Sie nicht bei der CSS versichert sind, dann ist die Chance ja relativ groß, dass Sie entweder bei Helsana, Sika oder Group Mutual sind und dann kann ich Ihnen Compassana empfehlen und dann haben Sie ähnliche Möglichkeiten auch. Gut, es geht jetzt, bis hier live geht, das ist etwa in einem halben Jahr soweit, oder? Ganz genau. Jetzt sind wir aktuell in einer Pilotphase, beginnen in ersten Praxen und Apotheken und sind dann ungefähr ab Herbst für die Bevölkerung da. Gibt es noch etwas, einen Rat, den Sie Ihrer Kollegin geben möchten? Obwohl, ja, vielleicht nicht wirklich gerne, aber... Also doch, sehr gerne. Also wir haben keine Geheimnisse, oder? Und ich habe es bereits während meinen kurzen Einführungsworten gesagt, oder? Es ist kein einfacher Weg, es hat niemand auf die App gewartet.
Ich bin überzeugt, auch in diesem Konsortium ist es nicht ganz einfach, die Interessen auf ein gemeinsames Level zu bringen. Egal, spannend, ob auf jeden Fall eine ob auf Krankensicherungs- oder Leistungserbringerseite. Das ist sicherlich herausfordernd. Den Tipp, den ich geben kann, ist der Durchhaltewillen. Aber da bin ich überzeugt, den werden Sie an den Tag legen. Und ich bin auch überzeugt, wir werden gemeinsame Gespräche führen, egal ob als Erfahrungsaustausch oder dann einen gemeinsamen Weg, den es irgendwann zu beschreiten gibt. Herr Mörz, Sie haben sich noch gemeldet. Ein ganz kurzer Punkt, das wissen vielleicht viele gar nicht, wenn wir über KI reden. Ein sehr intelligentes Instrument ist der Herzschrittmacher. Und ich möchte dazu sagen, das wissen viele auch wahrscheinlich nicht, jeder vierte bis fünfte, das kommt immer auf die Zahl an, Herzschrittmacher, der weltweit implantiert wird, wird in der Schweiz produziert, von uns in der Westschweiz. Und dieses Ding ist intelligent und rettet Leben. Und das ist künstliche Intelligenz. Und das ist die Zukunft. Mhm. Ja. Gut, wollen wir es dabei lassen. Ich danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich fürs Hiersein. Sebastian Mörth, Michael Rieger und Niovi Neff. Vielen Dank, waren Sie hier. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.